Ragnar hat in den letzten paar Stunden viel eingekauft, Informationen eingeholt und Dinge organisiert. Heute Nacht soll ein Einbruch von allerhöchster Güte durchgeführt werden. Anfang Zar, Sonnenuntergang in einem kleinen Bordell in der Nähe von Hafen, Festung. Also, Wunderbar. Junge, das sind die Pläne. Das sind die Anzahl der Wachen, 15 Stück, wenn ich richtig informiert bin. Wachwechsel zu alle 6 Stunden, wenn ich meine. Alle 8 Stunden. Jeweils abwechselnd im 4-Stunden-Takt. Das heißt, du wirst keinen wirklich finden, der wirklich müde ist oder so etwas. Da achten sie schon drauf. Natürlich. Insgesamt 15 Wachen, ja. Wenn ich das richtig verstanden habe, ja. Das heißt, es werden immer ungefähr 7 bis 8 schlafen. Nein, 15 aktive. Ah, verdammt. Das ist nicht gut. Ansonsten wird es wohl heute einen Empfang geben. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie viele dort kommen, aber zumindest gab es 2 Kutschen davor, die da gehalten haben und dann wieder weggefahren sind. Allzu groß ist es nicht, aber ich vermute, dass sie sich dann in dem Saal aufhalten werden und dort irgendetwas besprechen. Ah, Der das macht Saal es ja nur noch sollte offensichtlich zu spannender. erkennen sein, oder? Der Saal ist offensichtlich zu erkennen, ja. Erkennbar. Warte. Ja, doch. Alles klar. Wo sind die Spezialisten, die besprochen wurden? Ja, die kommen gleich. Ich wollte noch etwas mit dir alleine besprechen. Die Bildergalerie. Ich hatte ja gesagt, dass Arvid ein Kunstsammler ist. Wenn du uns 2 von diesen Bildern besorgen kannst, dann sind wir wohl. Ich würde, glaube ich, darauf verzichten, dir 60% aus dem Kreuz zu leiern. Wieso das denn? Diese Weil. Bildergalerie voller wertvoller Kunststücke oder wie? Das weiß ich nicht, aber ich würde einfach mal so weit gehen und sagen, dass ich dieses Risiko eingehe. Verstehe. Entweder sie sind sehr wertvoll und wir können sie dann verkaufen, oder aber, naja, ich vermute einfach, das, was Störrebrand besitzt und sammelt, sollte wohl auch einigen Wert haben. Wir können es dann natürlich hier nicht in Festung verkaufen, aber vielleicht Natürlich irgendwo nicht. anders hin, vielleicht nach Havena, nach Gare, ins Horasreich, irgendwie so etwas, aber naja. Ich weiß nicht, für dich sollten sie, glaube ich, von weniger Interesse sein. Aber wenn du willst und du meinst, du hast noch eine Hand frei, dann nimm dir meinetwegen ein drittes Bild mit oder so, aber. Natürlich. Ich werde sehen, was ich tun kann. Ich verzichte dann auf die 60%. Wenn ihr uns 2 Bilder mitbringt, richtig. Alles klar. Oh, da sind sie. Kommt rein, kommt rein. Siegwald, Hartschloss Avestreu und Torwald Eisenbrecher Dukatjew. Der Dame ist der Fuchs. Bitte den Decknamen verwenden. Und ich möchte natürlich nicht den Herrn Fex beleidigen, aber nun, Diskretion ist ja eine Ware, mit der wir hier handeln. Natürlich. Privilegiert. Ja. Ragnar lächelt die beiden an, streckt ihnen dann die Hand entgegen. Ich bin Ron. Ah, der große, grobschlächtige Mann packt dann auch deine Hand, drückt gerade so fest genug zu, dass du nicht das Gefühl, die Not verspürst, das Gesicht zu verziehen. Ich bin Ulrichsee. Ulrichsee Dukatjew. Du kannst mich aber auch Torwart nennen. Oder Ulrich. Oder Hermann. Ist egal. Alles klar, Alrik. Man nickt ihm einmal zu. Ansonsten, ich habe die Goblins, 2, 3 habe ich vor ein paar Stunden losgeschickt. Sie sollten wohl den Tag über dort irgendwo im Gebüsch sitzen, im, ich weiß nicht, Süden, hast du Süden gesagt, und von dort aus mit Hundepfeifen blasen. Ob das geklappt hat, weiß ich nicht. Wollen wir es hoffen. Ich hätte allerdings noch eine Frage zu dem Plan hier. Schauen wir die Seiten nochmal an. Bildergalerie, welche ist das? Ich weiß es nicht.
Weder kenne ich mich, also das ist das, was ich jetzt hier bekommen habe. Also offensichtlich soll das hier der große Saal sein. Hier oben gibt es dann noch eine offene Galerie, von der aus dann ja, du reingucken kannst. Aber welches der Zimmer eigentlich als Galerie benutzt wird, weiß ich nicht. Das kann ich dir nicht sagen. Ich war noch nicht hier in diesem Haus. Könnte Stören wir interessant werden. heute Bilder oder was? Nein, naja, teilweise. Der Plan ist eigentlich, bei Störrebrand den Tresor zu knacken. Ah, das klingt gut. Schlösser sind meine Spezialität. Den Tresor. Hab mein Werkzeug dabei. Das ist gut. Da gibt es allerdings das Problem, wir wissen weder, wo sich dieser Tresor befindet, noch wissen wir, wo sich diese Bilder befinden. Könnte daran liegen, dass Wohin nur kommst du total her? Wahnsinnige bei Störrebrand einbrechen. Wie bitte? Ich sagte, könnte daran liegen, dass nur total Wahnsinnige bei Störrebrand einbrechen. Na, dann sind wir ja genau die Richtigen. Eben. Wahnsinnige und die mit Köpfchen. Ich weiß ja nicht, wofür wir dich brauchen, großer Mann, aber nun, ich würde gerne reinschleichen. Ich bin nur hier, weil ich das Geld brauche. Richtig. Ah, okay. Ich denke, das Geld kann Okay. jeder von uns brauchen. Natürlich. Meine Frau hat das sechste Kind auf dem Weg. Wir können uns nicht leisten. Ei, so siehst du auch aus. So, jetzt macht, dass ihr hier rauskommt. Alles klar. Gut, Mütterchen. Kommst du nicht mit? Ich komme nicht mit, nein. Alles Ich klar. habe bereits meinen Teil erfüllt und ihr dürft euch dann mit den restlichen Sachen rumschlagen. Ja, Ragnar denkt sich nur, ja, dann kann er die Bilder ja gleich mitnehmen. Prinzipiell kannst du das, aber dann brauchst du einen eigenen Hehler natürlich. Ja, klar. Meine, die kann man ja finden. Aber ja, alles klar. Dann schaue ich die beiden an. Mehr oder weniger überzeugt, dass das heute vielleicht was wird. Nicke ich die beiden freundlich an. Okay, wollt ihr mich dann zur Villa begleiten? Natürlich, ich nehme an, du hast Plan. Mehr oder weniger. Wir müssen Weniger auch. ist schlecht, mehr ist gut. Ja, das ist richtig. Sind die werten Herren und Familienmitglieder Störrebrand denn ausgeflogen? Nein. Nein. Wir haben es heute sogar noch damit zu tun, dass dort ein Fest veranstaltet wird im großen Saal oder eine Besprechung. Was allerdings dafür sorgt, dass die Aufmerksamkeit des Hauses höchstwahrscheinlich auf diesen Ort fokussiert sein wird. Das wohl. Ist Und gut, dann. denke ich. Hält Und ich. wahrscheinlich Wachen davon ab, allzu sehr herumzuschnüffeln, wenn sie auf Gäste müssen aufpassen. Genau. Bisschen helles Köpfchen. Man lächelt Alregal mal zu. Alle gleich nicht zurück. Okay. Alles klar. Nun, ich hatte mir gedacht, wir werden warten, bis der Mond am Firmament ungefähr dort steht, wo die Sonne zu Mittag steht. Dann werden wir loslegen. Ich habe einige Goblins angewiesen, die letzten 2 Tage einiges an Lärm zu machen in der Nähe der Villa mit sogenannten Pfeifen, die wir Menschen gar nicht hören können, aber ein äußerst schreckliches Geräusch für Tiere darstellt. Das habe ich lassen, in der Hoffnung, dass die Hunde jetzt todmüde sein werden und sie noch nicht genügend Zeit hatten, um neue Hunde ranzuschaffen. Aber wir werden uns wahrscheinlich gleich erstmal selbst ein Bild davon machen müssen. Ja, wenn ihr draußen vor dem Bordell ankommt, durch die Tür tretet, könnt ihr auch erkennen, dass hier wohl schon eine Art Wagen hingestellt worden ist, zusammen mit einem Fuhrmann, der seinen Hut tief ins Gesicht gezogen hat. Tippt auch einfach nur mal dran und nickt euch zu. Wohin? Ich nicke ihm auch zu. Ins Villenviertel. Da. Ja, könnt ihr euch hinten auf den kleinen Bock draufsetzen. Genug Platz wäre auf alle Fälle. Könnte man so ungefähr 3, 4, 5 Kisten abstellen. Da wäre dann genug Platz. Kleiner Esel, Alles der gut. vorgespannt ist. Und dann geht es los durch die Nacht. Immer noch könnt ihr das Heulen von, ja, Goblins hören und das Rufen von ihnen, wenn sie weitere Tote aus den Häusern herausholen, die dann verhungert sind oder die nicht genug Brennholz hatten, je nachdem, an welchem Gebiet ihr gerade vorbeikommt, aber der Tod ist hier omnipräsent.
Nach einiger Zeit, die Sonne ist dann untergegangen, aber das, ja, Marama steht noch nicht ganz oben, also etwas Zeit wäre noch. Kommt ihr dann an einer etwas kleineren, an einem kleinen Grenzposten an, der hier über die Straße führt, wo dann gelangweilt zwei Stadtwachen links und rechts stehen. Und euch dann auch einfach nur einmal begrüßen. Namen der Herren, treten aber auch beiseite und würden euch dann durchlassen. Service und Gruße. Man nickt ihnen einmal freundlich zu. Abend. Rozwiedź. Ja, und dann rein ins Villenviertel. Wo möchtest du dich dann hinstellen mit dem Wagen? Wo soll der Wagen auf dich warten? Eine gute Frage. Wo brennen denn hier in diesen Häusern noch überall Licht und wo brennt kein Licht mehr? Im Villenviertel haben die überall Brennholz und das wird dann natürlich auch genutzt, weil es ist kalt in der Nacht und da lässt man dann einfach mal durchbrennen. Also quasi überall. Ja. Ich überlege gerade, dass wir einfach da bei irgendeiner Villa parken und dann so tun, wenn wir zum Personal gehören. Dann quasi uns durch die Hecke schlagen. Beste Idee ist. Durch die Ecke. Und dann? Nun, dann müssen wir zur Villa kommen. Nun, wenn Hunde nicht sind da und Wachen sind weniger, sollte das ja kein Problem sein. Aber wie kommen wir rein? Fürs Reinkommen ist unser Kollege hier zuständig. Ich deute mal auf den Fuchs. Naja. Hoffen wir mal. Überlass das ruhig mir. Ich bin der Mann mit dem Kopf und nun, sollte es Probleme geben, kannst du dich ja darum kümmern. Weil du bist ein Mann mit Kopf und ich bin ein Mann mit Arme. Was ist dann er? Ich bin derjenige mit dem Mumm. Mit Und dem Mumm. Plan. Und dem Mit Plan. Ich Mumm denke. bist du auf jeden Fall. Wie bitte? Also, wir werden jetzt hier bei dieser Villa anhalten. Ich weiß nicht mehr, ob das eine Villa ist, ich glaube nicht. Wir werden da vorfahren und als würden wir zu den Leuten gehören. Hoffentlich ist dort keiner mehr wach. Beziehungsweise ich würde dann einfach mal kurz vom Wagen absteigen, also vom Bock absteigen und dann da mal einfach da reinlaufen, um zu gucken, ob ich da von irgendwem abgehalten werde. In den Garten. Ja, also kurz davor. So, das ist halt, keine Ahnung, ich würde das halt hier so halb auf den Garten packen, damit es so aussieht, als würde da gerade irgendwie was hingebracht werden oder sowas. Oder auf irgendeine Bestellung oder so gewartet werden. So halt. So, als würde das irgendwie so ein bisschen aussehen, als würde das dazugehören. Oder als würde da gerade irgendwas gemacht werden. Ja, lässt den Wagen da stehen und dann gehst du alleine dort hinein? Würde erstmal alleine Den gucken, ob Garten? da irgendwie Wachen um dieses Haus rumlaufen. Wachen wohl nicht, nein. Aber du kannst, wie gesagt, durch die Fenster erkennen, dass da wohl noch Betrieb ist. Die sind noch nicht ganz im Bett und ja, da müsste man aufpassen, dass die einen nicht durch die Fenster erkennen könnten. Und dann haben wir noch Zeit bis zum nächsten Wachwechsel. Je nachdem, wie spät es jetzt ist, ich sage jetzt einfach mal, 18 Uhr geht die Sonne runter, beziehungsweise ein bisschen früher, weil wir im Winter sind. Und ja, je nachdem kannst du jetzt hier warten in der Kälte. 19, Ja, ich würde 20. so sagen, bis 22, 23 Uhr bleiben wir auf jeden Fall, fahren wir auf jeden Fall. Ich würde dann hier dem Kutscher nochmal anweisen, irgendwie, keine Ahnung, einmal um den Block zu fahren. Und das wird natürlich auch auffallen. Ja, jetzt sind wir schon zu früh da, egal. Warten wir jetzt hier. So 22 Uhr ist. Gut, dann seid ihr 18 Uhr gestartet. Ihr bekommt von mir 4 Punkte Erschöpfung. Was machen die? Noch gar nichts. Okay. Wenn wir hier rumsitzen und am Warten sind, können wir uns da nicht ausruhen?
Also. Ja, also natürlich könnt ihr euch ausruhen, aber das Problem ist, es ist arschkalt. Wir haben es Winter. Ihr seid nicht irgendwo, sondern im Bornland und irgendwo nördlich von euch beginnt das schwarze Eis. Ihr werdet dann automatisch sowieso sehr, sehr still werden, wenn ihr hier nichts zu tun habt und zittert dann auf eurem Wagen so ein bisschen hin und her, euch schlottern dann die Knie und das ist dann alles sehr, sehr anstrengend, auch dass ihr dann Okay, versucht wach zu bleiben. ja, hast recht. Ich habe natürlich nicht dran gedacht, dass wir hier in Bordern sind und es hier kalt ist. Also, wie gesagt, die 4 Punkte sind noch nicht das Problem. Könnte halt ein Richtig. Problem werden. Gut, dann ist es 22 Uhr, 22:30. Alles klar. Langsam gehen die Lichter aus, Ja, beziehungsweise es weniger. währenddessen würde ich mit diesem Alchemiker mir auch mal die Haare färben. Also, damit ich jetzt halt irgendwie, keine Ahnung, blonde Haare habe oder sowas. Dass, falls man mich nur ein bisschen irgendwie von hinten oder so sieht, während ich wegrenne, dass sie nach einem blonden Typen suchen. Ja, du gibst dir dann diese Paste in die Haare. Die hat der Händler wohl gesagt, du solltest das mit Handschuhen benutzen. Und wenn du das dir dann anguckst, es riecht ein bisschen streng. Du kannst es nicht genau definieren. Es ist eine weiße Substanz, die du dir in die Haare schmierst. Der Alchemist hatte nur gelacht, als er dir das dann verkauft hatte. Und wenn du dann auf deine Handschuhe siehst, nachdem du es dir in die Haare geschmiert hast, kannst du auch sehen, dass die ausbleichen und dann nicht mehr ja, ledrig schwarz sind, sondern auch hellweiß geworden sind, genauso wie deine Haare. Ah, okay, interessant. Hast du Alchemie? Gute Frage, ich glaube aber tatsächlich schon. Ich glaube auch, du hast das mal für deine Fälscher-Sachen gesteigert. Du kannst mal einmal würfeln. Ist nicht erschwert, das ist Alchemie aus dem Handgelenk. Boah. Da. Das, was du dir in deine Haare geschmiert hast, ist Taubenkacke. Was? Ja, wird zum Ausbleichen benutzt. Ach so, okay. Ja. Also, das funktioniert. Ja, okay. Ragnar sieht kurz nicht amused aus, als er identifiziert, was er sich da schon gerade in die Haare gerieben hat. Schüttelt dann aber den Kopf. Was soll's? Warum machst du Haare weiß, wenn die Robbe Nacht ist nicht leichter zu sehen? Nein, wenn es dunkel ist, dann sieht man es sowieso nicht. Aber, naja, gut. Du hast Plan. Falls etwas schief geht, ist das natürlich gedacht. Dann suchen Leute nach Mann mit weißem Haar statt mit dunkelbraunem Haar. Aber wenn es schief geht, und Alexei tätschelt mal seine Armbrust, haben wir doch Mittel gegen. Brauchen wir keine komische Taubenkacke. Nun, also wenn es richtig schief geht, dann sollten wir wegrennen. Verstehst? Naja, erst der schießt du, dann du rennst weg. Genau. Also, ja. Wir haben auf jeden Fall einen Plan. Mehr oder weniger, wenn jetzt Leute kommen. Ich würde mich dann in diesen 4 Stunden halt nochmal mit euch beiden unterhalten und so abfragen, was ihr denn sonst noch so könnt, außer eure Expertisen. Alexei kann gut Leute kaputt schlagen und der Fuchs kann gut Schlösser knacken. Aber was könnt ihr sonst noch so? Nun, das ist meine Expertise, aber generell bin ich im Einstieg einfach sehr gut. Meine Ich Herren, habe gelernt, ich habe Fackeln! gelernt. Da kommt jemand auf der Straße. Diese. Dann, das müssen Wachen sein. Ja, zwei Fackeln, die sich euch nähern und das Habs. Geschepper von Rüstungsteilen. Trab Zwei langsam. Wachen, die dann auf euch zukommen. Ich würde sagen, trab lang, also wenn wir die schon hören und noch nicht sehen, dann würde ich sagen, trab langsam voran, als wenn das würde das so aussehen, als wenn wir weiter reiten. Also, nee, ich hatte einfach schon angenommen, dass ihr schon steht an diesem, also seid einmal, zweimal vielleicht im Kreis gefahren und dann irgendwo stehen geblieben. Ach so. Und während ihr dann da steht, an dem markierten Punkt, kommen sie dann auf euch zu. Also die haben gesehen, dass wir da stehen und dann sind die auf uns zugekommen, oder wie? Ja, genau, also die sind da die Straße lang gegangen, hattet ihr auch schon beim Vorbeigehen ein paar Mal schon gesehen, dass die hier wohl auch mit Fackeln versteckt patrouillieren, weil das immerhin das Villenviertel ist und da achtet man Also halt so ein bisschen drauf. wenn wir die Wacht schon von Weitem sehen, dann würde ich dem Kutscher halt wieder den Befehl geben, dass er so langsam vorantreiben soll, damit das halt so aussieht, als würden wir hier gerade unterwegs sein. Okay. Brüderlein, die Armbrust, versteck sie mal hier hinten oder unter deiner Robe. Wir können auch sagen, er ist unser Söldner. Ich schmeiß die hinten unter die Plane. Wir haben eine Plane, richtig? Ihr habt einen Plan.
Ich leg ihn unter die Plane. Also, dass sie griffbereit ist, aber man muss sie ja nicht sehen. Ist wichtig, dass Leute nicht runtergeschätzt sind. Wenn sie nicht denken, du hast Armbrust, dann machen sie doofen Scheiß. Und dann, du machst Zack und sie liegen immer im Dreck. Namen die Herren. Guten Abend. Ihr fahrt ja schon ein bisschen länger rum. Sucht ihr ein Haus? Ja, richtig. Wir suchen das Haus von den Störrebrands. Die Störrebrands? Ja, die haben ja auf der anderen Straßenseite. Auf der anderen Straßenseite, ah, verdammt. Ja, direkt am Wasser. Ja. Wir müssen eine Lieferung abgeben. Alles klar, danke. Dann viel Erfolg. Ja, danke. Dann nickt den Herrn einmal freundlich zu und ja. Wo ist Vidonje? Wir haben gar keine Gäste kommen sehen. Wo gibt's hier noch einen anderen Weg? Wen fragst du das jetzt? Die Wachen. Die Wachen? Wie, einen anderen Weg? Nee, die haben nur einen Hauptzugang. Ziemlich groß, aber werdet ihr nicht verfehlen. Steht auch groß drauf. Störrebrand. Okay. Darüber kommen auch die Gäste. Nun, einmal zu Ron. Ron, wir sollten den Dienstboten-Eingang nehmen, nicht wahr? Ja, klar. Den. Wissen Sie zufällig, wo der ist? Wollen wir die Stadtwache fragen dann? Was? Nee, wir waren da noch nicht. Wir haben gehört, wir sollten. Nicht unser Aufgabengebiet. Also zumindest ist mein Boss hat mir gesagt, wir sollen hinten rum kommen, um die Gäste nicht zu stören, aber. Sag mal der Frau auch immer. Gibt nur einen Eingang. Direkt am Hafen. Also nicht am Hafen, sondern am Wasser. Okay, alles klar, vielen Dank. Jukata, wie hast du 6 Kinder bekommen, wenn du immer das Hintertürchen benutzt? Ich bin schlecht drin, Befehle zu folgen. Ich habe mal gelernt, Zimmermann, musst du wissen, aber er bezahlt einfach nicht gut genug für 5 Kinder. Die denn wärst du. Nun, ich hoffe, mit deinem Holzbolzen bist du zielsicherer. Vielleicht. Wir werden sehen. Oh Mann. Ja, die Wachen sind weitergezogen. Ungefähr 5 Minuten später könnt ihr dann auch keine Fackeln mehr sehen, sodass ihr dann euren Wagen wieder einmal drehen könnt und dann an diesem letzten Haus dann stehen bleiben könnt. Es sei denn, ihr wollt den Plan wieder ändern, aber dann wäre ihr zumindest erstmal alleine und hättet ein bisschen mehr größeres Zeitfenster. Ja. Alles klar, wunderbar. Ja, dann würde ich die anderen anschauen. Seid ihr soweit? Der Fahrer wird ja auch einmal runtersteigen von seinem Wagen und dann sich an einem der vorderen Räder zu schaffen machen, mit so einem kleinen Werkzeugchen, so das Rad ein bisschen abmontieren, damit er da beschäftigt aussieht. Sehr gut. Der Junge denkt mit. Ja, dann. Lasst uns losgehen, oder? Dann fangen wir mal an. Gut. Richtig. Ja, hier im Garten einmal rüberkommen auf die andere Seite, gar nicht so sehr schwer, keine sich verstecken Probe oder schleichen oder sowas, weil es draußen dunkel ist und drinnen hell. Ich brauche hier einfach nur eine schnell rüberrennen Probe Athletik. Oh. Athletik ist nicht gut. Ich bin ein bisschen langsam. Ein bisschen langsamer. Wahrscheinlich bin ich langsam, weil ich dich mitnehmen muss. Gut, ja, dann kommt Siegwald als erstes auf der anderen Seite an. Thorwald stolpert ein paar Mal und Ragnar hält sich dann sogar noch an dir fest, damit er nicht stolpert. Und das Ganze ist ja schon vom allerersten Eindruck, wirkte schon sehr stümperhaft. Komm, Ron, komm, ich weiß, draußen sind glatt, aber ist normal hier im Westum. Ihr steht vor einem großen schmiedeeisernen Zaun, ungefähr 2,50 Meter hoch, so ganz grob, und mit Hecke bewachsen. Also hat wohl irgendjemand dann eine Hecke drum gepflanzt. Auf der anderen Seite könnt ihr ja Geräusche erkennen, Licht sehen und da ist auf alle Fälle noch etwas mehr Betrieb. Okay. Wenn da eine Hecke ist, dann nehme ich mal an, das Hochklettern ist einfacher. Richtig. Alles klar. Ja, dann würde ich die anderen anschauen und meinen, irgendjemand sollte mal kurz rübergucken und uns anderen sagen, was er sieht. Ich gehe nachsehen. Alles klar. Dann gehe ich nachsehen. Also ich kletter die Hecke hoch, streck den Kopf rüber und schau mal, was man so sieht. Helfen die anderen?
Ja, also wenn er eine Räuberleiter oder so haben will, klar. Ja, also ich denke, ich bin gut genug. Hilfe würde ich nochmal je Hilfe einen Punkt geben und durch die Hecke selber nochmal 3 Punkte, also mit der Erleichterung. Das ist sehr, sehr einfach geschafft. Also das ist keine Meisterleistung, hier hochzukommen. Dukatev, du bist doch groß. Warum hebst du nicht mich hoch? Weil ich schon bin oben. Ah, guter Mann. Was Sinnschärfe. kannst du sehen? Sinnschärfe. Kurz Sinnschärfe. Ja. Ich sehe nicht viel. Warte kurz. Ich reiche mal die Hand nach unten, um den anderen auch noch mit hochzuziehen. Ja, also auf den ersten Blick kannst du sehen, wie hier gerade 2 Wachen erhellt durch das Licht, gemeinsam mit einem kleinen Kampfhund oder einem etwas größeren Kampfhund, der dir ohne Probleme auch das Bein abbeißen kann. Ja, hier einmal hinübergehen, beziehungsweise jetzt hier gerade am Haus sind und langsam spazieren gehen, also ihre Runde patrouillieren. Alrixir lässt sich also einen halben Arm lang nochmal nach unten und streckt dann die große Pranke zu. Ach Gott, wie hieß der Siegwald aus? Schaut dran, bist du ein Silber mit. Okay. Da sind mindestens zwei und sie haben einen Hund bei sich und da hinten das, ich glaube, ich sehe Leute tanzen. Da hinten. Ach, verflucht, der ist immer dunkel. So, ich habe euch jetzt mit diesem Wurf auch diese Wachen aufgedeckt, denn die konnte der gute Alderic Say eben nicht entdecken. Der war abgelenkt durch diese Wachen. Hier ist der große Saal, der ist auch hell erleuchtet. Da könnt ihr Menschen an einem großen Tisch erkennen, die sich unterhalten. Hier und hier gibt es einen Balkon. Auch der ist erleuchtet und auch da könnt ihr, oder Siegwald kann dort Wachen erkennen, die hier stehen. Und zwar hier zwei. Und hier gibt es wohl sowas wie eine Terrasse. Ah, nicht ganz sicher. Zumindest ist hier Licht und Balkonage. Ron, Herr des Plans, es gibt dort zwei Balkone. Eigentlich ganz gut, um hochzusteigen, aber da sind Wachen. Irgendwelche Türen unten, irgendwelche Nebeneingänge. Ich glaube, der vorgelagerte Ballsaal hat eine große Tür. Mal ganz kurz auf den Plan. Sieht so aus, als gäbe es nur einen Eingang, oder? Ah ne, mehrere. Da. Also, ihr habt hier unten eine kleine Terrasse, eine Veranda. Ja. Darüber dann den Balkon mit den 2 Wachen, die habe ich jetzt freigegeben. Ihr könnt natürlich jetzt ziemlich einfach hier rein. Das ist natürlich schwer, aber das ginge. Ansonsten habt ihr hier den Eingang, könnte sowas wie ein Lieferanteneingang sein. Und natürlich dann hier den Haupteingang mit einem Balkon hier oben auch, aber den könnt ihr nicht sehen, weil ihr euch irgendwo hier oben befindet, im Westen. Aussieht hat das mit den Wachhunden auf jeden Fall nicht geklappt, das ist nicht so geil. Jetzt einfach auf die gute altbewährte Art versuchen. Also einfach reinschleichen. Ja, Ragnar Lass wird mich einen Moment schauen. Ich schaue, wie die guten Wachmänner um das Haus herum tölpeln. Ja, ich halte ihn einfach so lange weiter fest. Genau, dann würde ich da mal ein bisschen länger warten. Gucken, wie die zwei Wachtrupps patrouillieren. Ja, nochmal eine Sinnschärfe und auf Höhere. Alles klar. Ich habe ein herausragendes Gehör. Okay. Warte, Richtig ist das dann erfolgreich. sogar minus 5? -5, ja. Nice.